Hallo Leute und willkommen zur nächsten Folge von Frostpunk. Da sind wir wieder. Und wir haben einen richtigen Streifen mitgemacht. Die Hoffnung ist voll extrem abgestanden. Das ist der Hammer, oder? Wie abgestunken die ist. Versprechen gebrochen, unbeliebte Entscheidung, der Fall von Winterfall. Der hat richtig was... Das ist echt krass. Das ist richtig krass. Wir haben jetzt noch ein Gesetz gekriegt, ein neues. Die anderen Gesetze gibt es auch noch, aber es gibt noch diese neuen Gesetzarten hier von Ordnung. Wir müssen jetzt zwei Türme bauen, zwei Wachtürme. Erstmal. Ich keine Ahnung, was noch alles kommt, aber es wird immer schlimmer. Vielleicht sollten wir auch noch mehr davon bauen, dass die Hoffnung wieder steigt. Das werde ich wahrscheinlich auch machen und ich muss jetzt irgendwie diese Wachtürme unterbringen. Ordnung. Also irgendwie hier hin und irgendwie hier hin oder so. Also hier wird wahrscheinlich so ein Wohnbezirk welcher bauen. Wo ich immer außen rum muss, um den Kern hier rum. Also müssen wir erstmal nochmal Häuserchen bauen. Und dann müssen wir Häuserchen abreißen. Da kommt der Dings wieder nicht hin. Das heißt, hier muss ich auch in Kürze mal ein... ich baue einfach mal hier zwei Stück hin. Dann kann ich hier einen abreißen und irgendwo hier einen abreißen und dafür dann halt diese Dinger setzen. Wir bauen einfach nochmal ein paar Zelte dazu. Hier kommen bestimmt noch mehr Einwohner. Und ich muss vielleicht noch mehr Gebäude irgendwie abreißen, um dann wiederum irgendwas da reinzufummeln. Ja, und die Produktion, ja, die ist stillgestanden. Es wird aktuell nichts produziert. Ich hoffe, das bleibt ja nicht so, aber gerade ist das hier irgendwie... Optimierung des Kohleausbaus, super. Ich muss wahrscheinlich erst die Wachtürme bauen, bevor die überhaupt irgendwas machen. Das ist echt kritisch hier. So, dann haben wir jetzt neue Technologien, die wir erforschen können. Müssen wir schnell gucken. Wir bauen einfach mal den, wir erforschen einfach mal erstmal den Mauerbohrer. Der ist nicht teuer, das geht schnell. Wir sind immer noch da unten. Und sind am Diskutieren. Einige wollen gehen. Sir, Sie haben die Mehrheit der Einwohner überzeugt, aber die Hoffnung ist gering. Manche sind immer noch so verängstigt, dass sie nach London fliehen wollen. Sie drohen damit, in 15 Tagen zu gehen. Ihr sagt, Ordnung rettet uns. Blödsinn. Werden wir etwa ganz geordnet entscheiden, wer zuerst gegessen wird? Was? Wer zuerst gegessen wird? Wenn wir am Verhungern sind... Wenn wir nicht versuchen, nach London zu kommen, enden wir wie Winterfall. Macht, was ihr wollt, wir gehen. Beruhigt euch, wir werden nicht sterben, ja. Die Londoner, oh Gott, jetzt geht's los. Deine Einwohner sind geteilter Meinung. Einige von ihnen sind so verängstigt, dass sie in 15 Tagen nach London fliehen wollen. Sie versuchen, andere zum Mitkommen zu überreden und nutzen deren Unzufriedenheit aus. Angst kann Menschen zu verzweifelten Taten verleiten. Erhalte den Frieden... Gib den Leuten Hoffnung und bekämpfe ihre Unzufriedenheit, um die Stadt sicher durch die drohende Krise zu führen. Ich glaube, ich hätte Glauben wählen sollen. Was geht jetzt ab? Lee Londoner. Diese Anzahl Einwohner, die nach London zurückkehren möchte. Lass nicht zu, dass die Londoner die Stadt, den Stadtfrieden stören. Verbleiben 19? Was, 19 Tage? Oder was? Tage 14 steht hier. Restliche Zeit. Wieso steht hier verbleibt 19? Achso, 19 Leute. Aber geht ihr jetzt wieder an die Arbeit? Ja, ihr geht wieder an die Arbeit. Okay, super, super, super. Wir haben 200 Leute. Wir müssen mal eben kurz die Wirtschaft checken. Es sieht wie folgt aus. Kohle reicht gerade so. Das ist echt schlecht. Die Nahrung reicht auf jeden Fall mehr als genug, aber wir müssen auf jeden Fall wieder mehr Kohle machen. Bei der Temperatur sieht es wie folgt aus. Die neuen Häuser werden noch keine Wärme bekommen. Der Rest ist gut versorgt. Ja, wir brauchen mehr Leute. Speisehaus hat gerade nichts zu tun, aber das ist egal. Wir haben 396 Nahrung. Das sieht super aus. Hungern muss ja eigentlich keiner. Wir haben so viel Nahrung. Die Unzufriedenheit mit der Suppe, ja, ist nicht so wichtig. Aber das hier ist echt krass. Schlechtes Essen. Ja, ich würde es begrüßen, wenn ihr anfangt, irgendwie es zu bauen hier. Aber ich habe, glaube ich, keine Arbeiter über, deswegen wird hier nicht gebaut.
Sehe ich das richtig? Das heißt, ich könnte mal eben ein das Jagdhaus hier die Arbeiter wegnehmen. Wir machen ja gerade genug Nahrung, damit ich 10 Arbeiter habe, die wiederum hier am Bauen sind. Weil ich glaube, wenn ich keine Mitarbeiter habe, überhabe, wird auch nicht gebaut. Das sind 10 Leute. Wo geht ihr hin, Freunde? Ah, hier oben wird jetzt gebaut. Super. Okay. Wenn dann da gebaut wird, dann kann ich die hier auch demontieren. Also, wir demontieren dieses Haus und wir demontieren... Speer. Ja, okay. Warte, warte, warte. Nicht so hastig. Nicht so hastig. Mauerbohrer ist schon erforscht. Super. Und dieses Haus. So, die werden demontiert. Die Mauerbohrer ist erforscht. Das ging schnell. Ist noch irgendwas in dieser Sparte über eine Level 2 Sparte? Level 2 Sparte haben wir jetzt komplett fertig. Sehr schön. Erkundung Industrie. Das hier ist auch interessant. Das machen wir jetzt als nächstes erstmal. Dann bauen wir hier gleich 2 Wachtürme hin. Und außerdem könnten wir noch bauen Kampfarenen. Hier haben wir jetzt eine. Sollten wir hier oben irgendwo eine haben. Und irgendwo hier. So, dann können sie sich prügeln. Und dann können die normalen Bewohner die... die Londoner verprügeln und dann werden die, wenn die verprügelt sind, dann werden die schon wieder klar bei Verstand sein. Wir sind zum Rand der Stadt empor, sprachlos starten wir auf das Bild der Zerstörung, das sich uns bot. Es ist eine Stadt der Toten, die meisten Gebäude sind zerstört und der Generator ist explodiert. Eine Chance, um Dampfkerne zu bekommen. Ja, der Fall von Winterfall. Die Straßen der zerstörten Stadt sind übersät mit toten Körpern. Die Stadtchronik beschreibt die Knappheit an Nahrung und die ansteigende Verzweiflung der Bevölkerung. Sie spricht von Ausschreitungen und Plünderungen, von der aufkommenden Anarchie und der sich schließlich einstellenden Hungersnot. Der letzte Eintrag, Allmächtiger, vergib uns, dass wir unsere Toten essen. Ach du Scheiße, es gibt keine Hoffnung. Mögen sie in Frieden ruhen. Es gibt 2 Dingskerne. Das ist super. Dann geht ihr jetzt wieder ab nach Hause. Die Kerne nehmen wir auf alle Fälle mit. Und ihr könnt dann vielleicht von hier noch nach da springen oder so. Auf jeden Fall haben wir jetzt 2 Trupps unterwegs. Das ist schon gut. So. Da ist ein Gebäude abgerissen worden. Jetzt können wir hier den ersten Wachturm setzen. Zack. Und noch ein Gebäude wurde abgerissen. Also setzen wir auch hier einen Wachturm. Zack. Da müssen wir jeweils 5 Leute reinstopfen. Okay, es wird ja nichts mehr gebaut. Dann können wir das mal machen. Wir setzen da 5 rein und wir setzen da 5 rein. Wachtürme gebaut. Wie versprochen hast du Wachtürme gebaut und besetzt, um die Ordnung in der Stadt zu wahren. Die Hoffnung steigt. Bing, aber nur ein bisschen. Die Wachtürme, ey, hier mit Scheinwerfer. Krass, ey, was jetzt hier abgeht. Oh nein, ich baue einen Polizeistaat. Ich hätte Glauben wählen sollen. Verdammte Kacke, ey. Oh, ich habe 10 Kranke. 10 in Behandlung. Oh, 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 oh. Was geht hier ab? Die Londoner erhalten Zulauf. Wieso? Sir, die Einwohner, die nach London gehen wollen, konnten ihre Freunde und Nachbarn dazu überreden, sich ihnen anzuschließen. Es ist nicht schwer, sie zu überzeugen, da sie wenig Hoffnung auf unser Überleben haben. Alter.
Das erinnert so an dieses, an diesen Film. 23 Stunden übrig, was geht denn hier ab? Zu wenig Kohle. Wieso denn? Wir machen doch noch genug. Ja gut, jetzt wird gerade nichts produziert, aber ansonsten produzieren die eigentlich genug. Ja, wir müssen wahrscheinlich wieder Überstunden machen mit der Kohle. Das wird die Unzufriedenheit wahrscheinlich wieder steigern. Lagerkapazität erreicht. Wie viel haben wir denn jetzt Lagerkapazität für Kohle? Ich habe doch genug. Was soll das? Das Ding ist voll. Das ist das Problem. Hier, die müssen hier arbeiten. Die Unzufriedenheit steigt. 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 Es tut mir leid. Ich werde verkacken. Oh je, oh je. Oh je, oh je, oh je. Gibt es da schon was Neues? Zweck, Anpassung. Okay, es geht weiter mit dieser gruseligen Geschichte. Morgenversammlung. Wir versammeln uns jeden Morgen, um sicherzustellen, dass alle unsere Ziele und Prioritäten für den Tag verstanden, dass sie alle ihre Ziele für den Tag verstanden haben. Morgenversammlung steigern von Zeit zu Zeit leicht die Hoffnung. Die Hoffnung steigt leicht an. Oder Wachstation. Eine organisierte Miliz wird Ruhe und Ordnung in unserer Stadt aufrechterhalten und uns gegen jene helfen, die sie bedrohen könnten. Neues Gebäude, Wachstation. Wachstation steigern die Hoffnung der Einwohner, die in der Nähe leben. Wachstationen mindern die Unzufriedenheit von Einwohnern, die in der Nähe leben. Mit Wachen kannst du Proteste auflösen. Du musst zwei Wachstationen bauen. Die Unzufriedenheit steigt leicht an. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Dieses Spiel, ey. The work shift starts. Außenposten erforscht. Ja, wir haben einen Außenposten erforscht. Dann können wir gleich mal gucken, ob wir die bauen können. Okay, ich hoffe, dafür ist ein Schalter, dass die nicht einfach so anfangen. Verbesserte Heizkörper. Machen wir erstmal das hier. Oder was wollen wir stattdessen bauen? Dampf, Dampf, Dampf. Dampf, eine große Rohstofflager. Ich wollte gerade sagen, Dampfrohstofflager. Was können das denn wohl sein? Wärmedämmung ist natürlich auch cool, ganz klar. Krankenhaus wollten wir sowieso bauen, also werden wir es jetzt erstmal erforschen. So, jetzt wollen wir gucken, ob wir irgendwie, wie es hier läuft mit der Dingsgeschichte. Außenposten. Ach, cool. Ach, cool. Cool. Das bauen wir auf jeden Fall. Ganz klar. Ist bestimmt ganz nützlich. Ich weiß noch nicht, ob das Dings kostet, Mitarbeiter. Denn ich habe ja so viele. Speer, sicher in die Stadt zurückgekehrt. Ja, bringt Kohle mit und Material und dann macht euch auf zum nächsten Punkt. Los geht's. Wir haben jetzt reichlich Dampfkerne. Sauber, was gibt's hier? Nachbarschaftswache, rechtzeitiges Eingreifen. Sir, ein Kind ist auf den Generator geklettert. Es rutschte ab und fiel aber glücklicherweise auf ein Mitglied der Nachbarschaftswache. Dort auf Patrouille und konnte es auffangen. Dann hat die Wache das Kind zu seiner Mutter gebracht und beide ins Gewissen geredet. Das hätte mit einem gebrochenen Bein oder noch schlimmerer enden können. Wenn unsere Wachleute nicht wären, kommentiert ein Nachbar, ein Glück, dass wir sie haben.
Die Hoffnung steigt extrem an. Ja, das Spiel ist gewonnen. Nein, tut sie nicht. Hier können wir schon nichts mehr produzieren, weil hier das Lager voll ist. Als würden die hier nicht arbeiten. Das heißt, hier kann eigentlich mal eben reduziert werden. Boah, wir machen Nahrung ohne Ende. Das ist super. Die Dinger hier bringen es voll. Auch wenn die alle Überstunden machen. Aber dafür brauche ich dann diese nicht mehr. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Krankenhaus erforscht. So, die Kohle ist jetzt auf jeden Fall, die geht richtig durch die Decke. Aber jetzt glaube ich, dass ich langsam wieder noch ein neues Kohlelager brauche. Ah ne, ich habe 3600. Das ist super. Das ist super. So, weiter geht's. Wir könnten mal diese Wärmedämmung machen, Geschichten. Auf jeden Fall. Diese Dampfsachen bin ich noch unschlüssig, ob ich die schon brauche. Obwohl natürlich kein Weg dran vorbeiführt, gehe ich ganz stark vor aus. Die Fabrik weiß ich gar nicht. Ob ich die nicht einfach weglasse, diesen ganzen Bereich hier. Damit kann ich was produzieren, was bestimmt ganz cool ist, diese Automatendinger und so weiter. Aber das wird bestimmt auch so teuer sein, aber... Keine Ahnung, ich bin die ganze Zeit total unentschlossen. Weil das Ding bestimmt mega geil ist. Ich habe auch irgendwie nicht das... Ich habe gar nicht die Mittel dafür. Weiß nicht. Bin so unschlüssig. Wir erforschen einfach stumpf weiter. Was soll's? Wir müssen sowieso alles erforschen. Läuft eh darauf hinaus. Die hauen hier richtig auf die Kacke, die Ingenieure. Die hier sind nicht schnell genug. Oh, der Speer ist angekommen. Wir müssen noch gleich ein Krankenhaus bauen. Die Kohlemine ist automatisiert. Ihr Motor steht unter Druck. Aber die Abbauarbeiten haben aufgehört. Der umliegende Schnee ist unberührt. Und eine gespenstische Stille liegt in der Luft. Erforschen. Diese Kohlemine war bis vor kurzem noch in Betrieb. Auch wenn die Menschen sich aktuell nicht bewegen, die Maschinen sich aktuell nicht bewegen, scheint mit ihnen alles in Ordnung zu sein. In jedem Fall ist die Mine verlassen. Wenn wir die Maschinen auseinandernehmen, könnten wir sicherlich viele Rohmaterialien erbeuten. Nur die gelagerte Kohle mitnehmen oder die Maschine. Wahnsinn, was geht da ab? Wenn wir eine Menge Rohstoffe erhalten, allerdings werden wir nicht länger in der Lage sein, die Mine in Betrieb zu nehmen. Ich könnte die. Ach so. Ach so, dann geht. Das ist das. Ach so. Ach so. Das ist vielleicht diese Geschichte auch mit diesen Außenpostenlager. Dann hast du nämlich da Kohle und du kriegst Kohle die ganze Zeit. Ja. Verdammt. Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Ich nehme sie auseinander und nehme die Dinger mit. Scheiß drauf. Ich weiß nicht. Ist bestimmt ein Fehler. Aber was soll's, was soll's. Einfach weitermachen. Frischwasserquelle. Da können wir doch eben hinlaufen, oder? Ah, ist mir zu risikoreich. Ich habe viel zu viel Schiss. Wir gehen zurück. Wir gehen zurück. Das nächste, was ich finde, dann nehme ich diese Dampfkerne nicht mehr mit. Ich habe jetzt echt genug Dampfkerne. Das sollte reichen. Workday ends. It's off time. Die labern, arbeiten immer Überstunden, ne? Ja, genau. Ihr macht immer Überstunden hier. 11 Überstunden, ja, sorry. Ist halt so. Ist halt so. Neues Gesetz, jetzt geht's los. Wir machen Anpassung, theoretisch. Triage zum Beispiel. Die wird bestimmt auch noch wichtig sein. Weil das eigentlich, also es klingt barbarisch, aber das, ich könnte damit Leute schnell heilen, ne? Wenn ich das benutze. Oder wir gehen auf das, was ich wahrscheinlich eher machen muss. Und zwar Morgenversammlung. Morgenversammlung steigen von Zeit zu Zeit leicht die Hoffnung. Die Hoffnung steigt leicht an, ja. Wachstation. Guck mal, wie es hier weitergeht. Vorarbeiter, Propagandazentrum, Gefängnis, Patrouille. Vielleicht sollte man doch sie doch machen. Ah, es ist aber... Es wirkt so alles polizeistaatmäßig. Und das ist, gefällt mir gar nicht. Propagandazentrum, Gefängnis, Patrouillen. Oh Gott, ey.
Und das hier sieht so flasch aus. Aber hier mehr ist gar nicht. Mehr ist hier gar nicht. Also das läuft sowieso darauf hinaus. Das heißt, wir fangen mal an mit den Morgenversammlungen einfach. Jeden Tag beginnt mit einer Morgenversammlung, um die Stimmung positiv zu halten. Der Nachteil dabei ist, den ich schon befürchte, das sehen wir bestimmt gleich. Und so beginnt die Umgestaltung unserer Stadt in eine Garnison. Wieso denn? Wir machen nur eine Morgenversammlung. Es ist gut, wenn jeden Morgen alle zusammenkommen. Genau. Ganz genau. Können wir reden und so und sagen, ja. Oh, guck mal hier. Unzufriedenheit geht runter. Sehr schön. Aber die Hoffnung muss wieder steigern. Das wäre schön. Ah, hier, das Ding läuft schon. Braucht 10 Arbeiter. Neue Außenposten-Team erstellen. Okay, wo nehme ich jetzt 10 Arbeiter her? Wo nehme ich 10 Arbeiter her? Wie sieht's aus mit Essen? Ah, Essen ist jetzt langsam hart an der Grenze. Kohle sowieso. Ah, Kohle läuft jetzt besser, aber ich bräuchte 10 Mitarbeiter für dieses Ding. Ich weiß nicht, vielleicht ist das, bringt das viel mehr. Das müssen wir jetzt mal austesten. Ich kann hier nur normale Arbeitskräfte reinstecken, oder? Ja, genau. Also. 1, 2, 3. Daraus. Das sind nur Ingenieure. Scheiße. Ich bin nur Ingenieure drin. Das ist voll Ingenieursposten, ey. Aber ich kann ja eh switchen. Also, es ist sowieso gerade Nacht. Es arbeitet keiner. Also kann ich mal eben alle rausnehmen und das neu verteilen. Wobei das hier. Ja, egal. So, wir haben jetzt hier. 3 normale Mitarbeiter nur. 4, 5, 6. 7, 8, 9. Ingenieure, Ingenieure, über Ingenieure am Arbeiten. Ja, egal, Ingenieure sind auch nur Mitarbeiter, was soll's, ne? So, 10 Leute rein. Was geht jetzt ab? Unser Zuhause ist. Also, hä? Was muss ich jetzt machen? Unser Zuhause, die einzige Zuflucht. Ja, was soll der Scheiß? Außenposten-Team. Einheit Nummer 3. Untätig. Warten. Ach so. Ach scheiße. Unser Zuhause. Die einzige Zuflucht von der tödlichen Kälte. All unsere Hoffnung. Bla. Winterheim. Außenposten-Team hier entsenden, um einen Außenposten zu errichten. Hier kann ein Außenposten errichtet werden, der ungefähr 150 Holz jeden Tag produziert. Boah, das ist ja jetzt nicht die Welt, ne? Das ist jetzt nicht die Welt. 150 Holz. Okay, da müssen wir eben analysieren. Also, mein Sägewerk. Meine Sägewerke. Oh, die Sägewerke haben bald kein Holz mehr, wie ich hier sehe. Scheiße. Scheiße. Geht mir zur Neige. Hier ist ein Sägewerk. Ja, es geht zur Neige, die verbrauchen es. Die Zeit für diesen Mauerbauer. Aktuell erzeugt das Sägewerk wie viel Holz? Wo steht's? Steht hier nicht. Sieht man aktuell nicht, weil die Arbeit stillgelegt ist. Okay, ich könnte aber in der Forschung vielleicht gucken und dann hier unter Sägewerk. Und da steht dann, macht aus gefrorenen Bäumen verwendbares Material und produziert bis zu 80 Holz pro Stunde Arbeitstag. 10 Arbeiter. Ja gut, in dem Fall klingt das verdammt gut mit den 150 Holz. Und dann machen wir das. Wir können es ja immer noch ändern. Genau, so. Außerdem wollen wir bauen. Wir wollen bauen. Gesundheit, ein Krankenhaus. Ein dampfbeheiztes Krankenhaus mit 10 Betten. Kranke werden hier schneller behandelt als in Sanitätsstationen. Schwerkranke erhalten eine sichere und zuverlässige Versorgung. Baut ein Krankenhaus. Ja, baut ein Krankenhaus. Super. Und wir gucken uns an, den Rohstoffe haben wir jetzt den Mauerbohrer. Bohrt in die Wände unseres Kraters und legt Bäume frei, die einst einen Wald bildeten, bevor das Eis sie umschloss. Liefert bis zu 160 Holz pro Standardarbeitstag. Geil. Okay, die gibt es zum Beispiel hier und da. Alles klar, dann werden wir einfach hier so ein Ding bauen. Der Mauerbohrer. Der mächtige, mächtige Mauerbohrer. So, zack. Und wenn der Betrieb ist, kann ich ein Sägewerk theoretisch ersetzen. Oder abschalten oder was weiß ich. Wenn wir gehen, dann war die ganze Arbeit umsonst, ich bleibe. Andere Städte sind vielleicht untergegangen, aber nicht London. Völlig unmöglich. So, es ist am frühen Morgen.
Die Menschen versammeln sich. Es ist 6 Uhr. Der normale Arbeitstag beginnt um 8. Um 6 Uhr beginnt die Überstunden. Meine Überstundenleute rennen aber trotzdem schon los. Ah ne, das sind Arbeitnehmer. Arbeitnehmer sag ich schon, das sind Mitarbeiter. Ja gut, die Versammlung ist jetzt nicht irgendwie dargestellt worden, vernünftig. Oder doch? Kommt da noch was? Sieht nicht so aus. Die Zeit ist auch schon um. Die laufen schon seit anderthalb Stunden hier rum. Sind echt langsam hier. London, Tendenz. Boah, da steht schon 31, ne? Verdammt. Tendenz. Eine Handvoll Einwohner könnte sich nach London anschließen. 13 Tage. Krankenhaus. Nicht in Betrieb. So. Ich kann die Patienten jetzt nicht umswitchen. Nicht so wichtig. Nicht so wichtig. Ich kann die nicht hier rausschmeißen, die Patienten, ne? Das ist ja blöd. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich das mache. Dann drehen sie alle durch. Sind voll sauer und so. 3 Tote haben wir bis jetzt. Ne, 2. Ist doch ein ganz guter Schnitt, oder? Keine Patienten. Aber hier sind auch nur 5 Stück drin. Und das Krankenhaus verlangt 10. Für 10 Patienten. Ne, 20. Wieso stand da 10 bei der Forschung? Habe ich mich verlesen? Ich muss mal schnell gucken. So, genau. So. 10. Aber es kann 20. Das liegt jetzt nicht an dieser Geschichte mit der Überfüllung, oder? Weil hier steht auch Patienten 10. Ja, genau. 20 Betten. Die Beschreibung ist also falsch. Ja, cool. Dann kann ich nämlich das Ding hier einfach mal eben stilllegen. Zack, raus. Hier sind ja keine Patienten mehr. Und dann gehen die halt hier rein. So, ich bin ein Idiot. Ich habe die Dinger hier immer noch stillgelegt. Hier läuft gerade gar nichts. Ne, doch. Läuft schon. So. Aber die sind stillgelegt. Wir haben noch 11 Leute, damit kommen wir nicht weit. Aber egal, wir müssen Krankenhaus voll besetzen. Dann sind die schneller wieder gesund. Hier ist aktuell halt nicht viel machbar. Ist egal. Es läuft doch, oder? Es läuft nicht so gut. Es läuft nicht so gut. Ach, es ist alles so knapp. Es ist alles so knapp bemessen. Okay, was hatten wir noch? Ein Speer. Der Speer hat was gefunden. Im Lager ist keine Menschenseele. Wir haben etwa ein Dutzend abgemagerte Leichen gefunden. Erstaunlicherweise sind die meisten invalide Personen mit Prothesen. Das ist ja furchtbar. Das Lager der Amerikaner war mit allem gut ausgestattet, außer mit Nahrungsmitteln. Als wir die Zelte durchsuchten, fanden wir noch mehr Opfer des Hungers. Die meisten von ihnen tragen abgenutzte, aber sehr fortschrittliche Prothesen mit dem Firmenlogo Tesla Manufaktur oder Manufaktation, wie auch immer. Wir können sie nur bergen und ihre Ausrüstung an uns nehmen. Wir können sie nur begraben und ihre Ausrüstung an sich nehmen. Oh, da gibt es schon wieder einen Dampfkern. Geil. Und dann temporäre Siedlung. Alles klar, da gehen wir gleich mal weiter. Laufen wir weiter in die Richtung. Okay, ah, die brauchen sehr lange, ne, bis sie da sind. 10 Stunden, okay, es geht. Es geht. Der Mauerbohrer. Im Betrieb, ah ne, im Bau. Im Bau ist der. Okay, dann gib mal Gas. Dampfzentrum. Die Wärmezone der Dampfzentren dehnen sich 50% weiter aus. Dampfzentren werden uns bla. Jetzt wollen wir mal eben gucken. Ach shit. Wir haben jetzt Dampfzentren, die sich 50% weiter ausdehnen, ne? Kann ich das einstellen? Ja, es gibt eine Stufe 2. Das heißt, die werden von sich aus jetzt nicht doppelt so groß werden. Es sei denn, ich schalte auf Stufe 2. Ach, die sind schon auf Stufe 2. Was soll das? Spiel? Schwer ist sicher in die Stadt zurückgekehrt. Nochmal.
Dampfzentrum. Temperatur. Stufe 1. Ja, okay. Die waren alle auf Stufe 1, sind jetzt automatisch alle Stufe 2. Dadurch, dass sie jetzt alle auf Stufe 2 sind, nehme ich mal ganz stark an, dass mein Kohleverbrauch gerade eben explodiert ist. Oh, scheiße. Ja. Leck mich fett am Arsch. Das geht nicht. Nein, Sir, das ist absolut nicht möglich. Alles auf Stufe 1 zurück hier. Wer hat euch gesagt, dass ihr automatisch auf Stufe 2 schalten dürft? Dampfzellen hätte ich gar nicht machen brauchen eigentlich. So. Ja, das ist nicht so wichtig. So, okay, jetzt gucken wir mal eben schnell wieder auf die Wirtschaft. Ja, es sieht schon besser aus. Ach, scheiße, ey. Wo war das denn mit dem Dampfzentrum, Verstärkung, Heizung? Hier, ne? Ja gut, da gibt es noch eine Effizienz. Aber Effizienz, Reichweite, Effizienz. Effizienz ist cool. Reichweite ist nicht so cool. Erhöht die Temperatur, Erhöhung der Temperatur in allen Wärmezonen um 2 Stufen, wenn die Generatorüberlastung aktiv ist. Die wird aber auch richtig Dings fressen. Na gut, na gut, na gut, na gut. Wir machen jetzt mal einfach Wärmedämmung. Wir haben richtig hier Material. Das ist geil. Der Holzdingsbums ist aktiv. Lagerkapazität fast erreicht. Das müssen wir kontrollieren. Holzlagerkapazität liegt bei 300. 80 und 300. Das heißt, wir machen hier mal Holz. So. Und dann können wir gleich mal sagen, dass wir wahrscheinlich noch weitere Depots brauchen. Ergo brauchen wir noch Depots. Nein, was habe ich gemacht? Das war falsch. Ne, das war richtig. Brauchen wir einfach nur mal... Ach ne, nicht dahin. So. So. Zack. 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 Wir haben mit Straßen versehen. Wir haben ja noch genug Holz. Was soll's. So. Okay. So, das Ding ist, es ist da. Jetzt muss ich dafür Leute haben. Die Sägewerke können noch produzieren, aber sie produzieren weniger. Sie produzieren 9 Holz pro Stunde. Das sieht man jetzt hier nicht, wie viel das Ding produzieren kann. Aber wir können es ja ausreizen, austesten. Wir nehmen einfach hier die Leute raus. Zack. Und stopfen sie hier rein. Zack. Dann warten wir, bis das Ding anfängt zu arbeiten. Und wir müssen wahrscheinlich noch die Heizung einschalten. Die aber nicht viel bringt. Also früher oder später muss ich hier auch noch so ein Dampfzentrum hinbauen oder so. Sonst werden die Leute alle krank werden. Es ist kalt. Mittleres Risiko, krank zu werden. Kühl ist okay, aber kalt ist halt nicht gut. Ich erforsche doch gerade die Heizungseffizienz, ne? Tue ich nicht. Dann ändern wir das mal eben schnell. Verbesserte Heizung. Warten. Ihr könnt wieder losreizen. Alles klar, dann lauft ihr mal hier hin. Sehr schön. Ab die Post. Oh, wir sind, ich bin über der Zeit. Das heißt, ich muss hier wieder Cut machen. Ein neues Gesetz kann verabschiedet werden. Sehr schön. Zweck. Vorarbeiter. Mit der Ernennung von verantwortungsbewussten Vorarbeitern, ich bin so verantwortungsbewusst, wird sichergestellt, dass die Einwohner so effizient wie möglich arbeiten. Das klingt nicht gut. Vorarbeiter erhöht die Effizienz eines Arbeitsplatzes 24 Stunden lang um 40%. Oh, das klingt überhaupt nicht gut. Das klingt sogar scheiße. Das klingt furchtbar. Das klingt ganz schlimm. Du musst 2 Waschstationen bauen. Ach, ist auch stressig. Scheiße, scheiße, scheiße. Egal, wir müssen es trotzdem machen. Waschstation. New law in the city. Jetzt können wir Waschstationen bauen. Waschstationen sorgen in Nachbarschaften für Dings. Jetzt haben wir doch, ey, wir haben doch schon so ein Ding. Jetzt müssen wir noch die Dinger bauen. Ist ja voll frech, ne? Die Präsenz von Wachen verringert die Unzufriedenheit der Bevölkerung. Soll ich die nebeneinander bauen oder was soll der Quatsch? Wachtürme und Wachstationen? Kann das eine nicht das andere ersetzen?
Die Einwohner in der Nähe vom Wachturm werden von Mitgliedern der Nachbarschaftswache beschützt, wodurch sie sich sicher und hoffnungsvoll fühlen. Wachstationen sorgen in der Nähe ihrer Nachbarschaft für Ruhe und Ordnung. Die Präsenz von Wachen verringert die Unzufriedenheit und stellt die Hoffnung wieder her. Okay, okay. Sieht aus wie ein Wach-Upgrade, oder nicht? Er zeigt das auch grün an. Ich mach's einfach. Bum, bum. Wird schon schief gehen, oder? Keine Ahnung. Was soll das? Egal, wir testen es. Wir finden es raus. Mehr als schief gehen kann es nicht. Also haut rein, Leute, und bis zum nächsten Mal.